30.000 Euro für Professor Dr. Alexander Nüchter und sein Team vom Lehrstuhl für Robotik und Telematik der Universität Würzburg. Der Universitätsförderpreis der Mainfränkischen Wirtschaft unterstützt in diesem Jahr ein Projekt, das sich mit Oberflächenprofilen von Materialien beschäftigt. Wichtig für die Zukunft der Mainfränkischen Wirtschaft. Dieses Projekt ist aus unserer Sicht eins, was sehr viel Praxisrelevanz mitbringt. KI, aber auch das ganze Thema Sensorik, das Thema Materialoberflächen, das sind ja alles Dinge, die sehr, sehr praxisrelevant sind. Die können in ganz, ganz, ganz verschiedenen Wirtschaftsbereichen eine Rolle spielen. Professor Dr. Nüchter und sein Team forschen an der Erfassung von 3D-Oberflächenprofilen. Wie das funktioniert, demonstriert er auf die Schnelle mit einer Lampe und seinem Kopf. Im Projekt Photometrix Stereo geht es halt darum, wenn halt eine Kamera ein Objekt filmt und dazu wird eine Lichtquelle genommen, wie diese hier. Und wenn man jetzt das Objekt aus unterschiedlichen Richtungen beleuchtet, dann nimmt die Kamera die Bilder dazu auf und daraus wird dann die Oberflächenstruktur rekonstruiert und bewertet. In dem Projekt wollen wir das mit KI machen. Das heißt, wir möchten künstliche Intelligenz benutzen und da maschinelle Lernverfahren, um die bisherigen expliziten Methoden zu verbessern. Also als Endprodukt soll halt ein Gerät rauskommen, was halt Oberflächeneigenschaften analysiert und die dann letztendlich auch bewertet. So dass man halt weiß, die Oberfläche genügt den Qualitätsansprüchen und das Produkt soll sich in 5 Jahren dann halt zum Beispiel auch noch wertig genug anfühlen. Mit dem Preisgeld sollen Hardwarekomponenten wie etwa leistungsstarke Grafikkarten zur Berechnung der KI-Algorithmen angeschafft werden, aber auch Doktorandenplätze teilfinanziert werden.